Also, Freunde, es ist was passiert, was omega geil ist. Ich habe ja in letzter Zeit oft Darts-Streams gemacht. Dort hinten ist die Scheibe. Und dann hat mir der Besitzer vom Darts-Shop von Gabriel Clemens geschrieben. Für die Leute, die nicht wissen, wer Gabriel Clemens ist. Gabriel Clemens ist momentan der beste Darts-Spieler von Deutschland und war im Halbfinale der PDC Darts World Championship. Sagt man das so? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, Digga, er hat mir Pakete zugeschickt. Für Adi, für Zuschauer. Das heißt, und das ist am schwersten, Digga, das für Zuschauer ist am schwersten. Ich glaube, ich weiß nicht genau, was drin ist. Ich glaube, er hat mir seine Darts zugeschickt. Ich habe sehr, sehr Bock. Die haben sich so gedacht, ja, Digga, der hat einmal im Leben die 180 getroffen. Wir müssen dem ein Paket zuschicken, Digga. Okay, und wir packen die jetzt aus, würde ich sagen. Mit welchem sollen wir anfangen? Das ist das Schwerste? Okay, das ist richtig schwer. Da ist richtig viel drin. Das ist sehr, sehr leicht. Und das hier ist so mittel. Ich würde sagen, wir fangen mit dem leichtesten an. Vielen Dank, Gabriel Clemens, beziehungsweise sein Shop für diese Pakete. Was? Nee, okay, das sind Schäfte. Das sind tatsächlich alles Schäfte. Ja, das ist ein sogenannter L-Schaft. Der ist gemacht in Japan. Das Problem ist halt, ne, ich habe keinen Plan von dem allen. Leute denken jetzt so, ich bin irgendwie ein Darts-Profi oder so, aber ich habe schon mal eine 180 geworfen. Einmal dieses Jahr on Stream. Das sind die Schäfte. Schaft klingt irgendwie so, irgendwie ein bisschen sexuell. Ich weiß nicht wieso, ein Schaft. Oh ja, ein Schaft, das ist geil. L-Style-Schäfte sind mitunter die besten Schäfte. Wäre auch funny, wenn nur was drin wäre, was nichts mit Darts zu tun hat. Okay. Zweites Paket. Es sind die Gabriel Clemens Darts, Digga! German Giant. Digga, und sogar unterschrieben. What the fuck? Wie geil. Ey, Bruder, wirklich. Ey, ich schwör, ich kann's nicht oft genug sagen. Ich bekomme kein Geld dafür, aber ich finde das so geil, weil ich brenne gerade so viel Darts und ich finde das so eine nice Geste, dass sie mir das einfach zuschicken. Deshalb guckt alle mal beim Shop GG Darts Shop, also Gabriel Clemens Darts Shop vorbei und nehmt euch da was. Wirklich sehr, sehr geil. Wir haben einerseits die hier von Gabriel Clemens unterschrieben, Generation One. Das sind sogenannte 90% Tungsten Darts. Was auch immer das bedeutet, keiner weiß es. Jetzt brauchst du nur noch eine gute Scheibe. Bruder, ich habe mir eine gute Scheibe gekauft. Also eine Scheibe für 60 Euro im Decathlon. Ich will nicht drüber reden. Dann haben wir noch diese. Sind die gut, Chat? Verdian. Das sind auch 90% Tungsten. Titanium Harrow's Dart Technology. 24 Gramm. Die sind 24 Gramm. Die sind 23 Gramm. Okay. Ich habe noch keinen Plan, was das bedeutet. Wir packen die nachher aus. Und im letzten Paket. Tungsten ist eine Metallart, die am besten es gibt. Auch Darts ohne Tungsten, die sind aber weicher. Okay, Tungsten ist das Beste, was es gibt. Okay, das heißt, ich habe jetzt hier das Beste, was es gibt, für den Schlechtesten, den es gibt. Und im letzten Paket, meine allergejauchsten. What the fuck? Okay, sind nochmal die Flights von Gabriel Clemens, glaube ich. Das sind seine Flights. Und natürlich die besten Flights der Welt. Die sind sogar nicht mal zusammengefaltet. What the fuck? Und die muss man irgendwie draufstecken dann, I guess, ne? Okay. Sind das gute Flights, Chat? Digga, die sind sauteuer im Verhältnis zu anderen. Wie viel kosten diese Flights? Wie viel kosten diese Flights? Wie viel kosten diese Schäfte? Und wie viel kosten diese Darts? Ich würde jetzt mal schätzen, dass diese Darts, ich habe wirklich gar keinen Plan, ich würde mal sagen 50 Euro? 40? 60? 15 Euro für diese Dinger? Da würde ich ja im Gabriel Clemens Darts Shop einfach mal zuschlagen und den Bre supporten, dass der für Deutschland mal die WM gewinnt. Digga, ich bin Schweizer und ich sage das sogar, okay? Chill mal eure Wave. Okay, das ist das für uns. Wir installieren das nachher. Aber jetzt müssen wir gucken, was für die Zuschauer drin ist. Weil das werde ich nachher verlosen. Auf Ehrenbruderbasis natürlich. Okay. Für die Zuschauer gibt's. LOL. Was? Was? Okay. Einmal unterschriebene Darts von Gabriel Clemens. Original. Das lasse ich so. Aber jetzt. What the fuck? Ey, ich bin so hyped. Ich weiß nicht wieso. Für den Zuschauer, der das gewinnt, gibt es ein Gabriel Clemens. Ist es bei FIFA? Ich weiß nicht, ich kenne mich nicht aus. Ist es bei FIFA, gibt es das, oder? Und die Einlaufmusik ist Oasis Wonderwall. Darts Gabriel Clemens. Weight 23 Gramm. PDC Professional since 2018. Birthdate. Hey, ist ja richtig geil. Gabriel Clemens. Das hier könnt ihr gewinnen. Ich muss mir noch überlegen, wie ihr das gewinnen könnt. Einerseits wäre es geil im Stream, aber andererseits wäre es auch geil, wenn die Leute bei diesem Video hier einfach kommentieren, wieso sie das gewinnen wollen. Und ich suche mir dann einen Kommentar aus und werde das an diese Person verschicken. Okay, das ist alles sehr, sehr geil. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal an die Darts. Ich öffne zuerst mal die Raridan Titan 90% Tungsten Darts. Okay.
Ich weiß nicht, ob die schwerer oder leichter sind als meine. Irgendwie sehr ähnlich. Ähnlich, sehr ähnlich. Bisschen kürzer, ich kann nicht reden. Okay, guck, das ist mein alter Dart. Das ist jetzt der neue. Ist ein bisschen kürzer, etwa gleich breit. Ich glaube, vom Gewicht würde ich sagen, sehr ähnlich. Aber der hier hat etwa 17.500 mal mehr Grip, Digga. Der hat ja gar keinen Grip. Das rutscht ja, das flutscht nur. Okay, mein Problem ist nur, Chat, dass ich habe keinen so, wie sagen wir dem, so ein Clipper. Weil hier hinten ist dieser Ring und ich glaube, diesen Ring kann man irgendwie, das verstehe ich noch nicht ganz, durch den Flight durchmachen, dass der Flight nicht runterfällt. Ist das richtig? Je mehr Gramm ist meistens leichter zu werfen. Okay, deshalb, wenn man weniger Gramm hat, dann ist es schwerer zu werfen. Ist das richtig so? Wahrscheinlich schon, oder? Mit L-Style Flights brauchst du keinen Ring. Dafür brauchst du einen Dartlocher, ja. Aber das kann man auch wegnehmen, ne? Okay, jetzt machen wir mal die auf hier. From the Giant. Watch out, watch out, watch out. Digga, geil, die sind schon zusammengebaut. Okay. Boah, krass. Die sind ja gar nicht so scharf. Aber die haben Grip vorne, die haben Grip am... Digga, die sehen aus wie Kampfjets. Sehen aber sehr clean aus. Ich werfe einfach mal die ersten drei Darts mit den Gabriel Clemens Darts. Mal gucken, ich habe keinen Plan. Wohin geht der erste Dart, Chat? Okay, erster Dart. Oh, was? Digga, das wäre so krass. Nee, Digga, das wäre ja das Geilste gewesen. Triple 1. Bruder muss los. Okay, okay, die anderen waren Trash. Okay, die fliegen aber schon sehr nice. Warte mal. Nochmal. Triple 18, nochmal Triple 18, Triple 20. Ja, okay, gut. Boah, fliegen aber sehr gut. Und sind viel kürzer als meine Darts. Aber ist allgemein immer geil, wenn man mit neuen Darts wirft. Chat, sag mir mal ganz kurz. Was würdet ihr sagen? Ist länger besser? Ist kürzer besser? Wann ist was besser? Es gibt eigentlich selten Vor- und Nachteile bei Dartspielen. Es ist sehr individuell vom Spieler abhängig. Deswegen muss man für sich Gewicht und Grip selber finden. Wenn du fest wirfst, sind leichte besser und wenn du leicht wirfst, sind schwere besser. Das Ding ist halt, ich werf eher stark. Also ich werf schon eher sehr stark. Okay, warte, ich baue kurz ein zweites Flight-Set. Ich mag einfach, ich drehe jetzt mal kurz raus hier. Ich mache jetzt auf UpRed angelehnt ein Match und zwar, dann würde ich mal die weißen Schäfte nehmen mit den weißen Darts. Und es gibt ein Omega Clean Dart, okay? Watch this, Chat. Ich mache den Ring hier so rein, so. Und dann stecke ich den dran. Oha, dieser Dart wird nachher in die 180 fliegen. Und nachher werde ich halt wieder nur Müll werfen. So, zap, zap. Boah, das fühlt sich schon, muss schon sagen, das fühlt sich schon alles sehr hochwertig an, ne? Ja, hoffentlich. Das ist ja der Gaga Darts Shop. Und wir haben den cleansten Dart. Ich weiß noch nicht genau, ob ich die schön finde. Das sind sehr sterile Darts. Ich werfe die mal kurz und guck, wie die sind. Mitte. Oh, shit. Ja, ich weiß noch nicht. Ich finde den Look nicht so nice. Und ich finde der Look, obwohl es absolut nichts mit dem Wurf zu tun hat. Irgendwie schon wichtig. Ja, Digga. Vielen Dank für die Darts. Aber die sind jetzt spitzer vorne und die sind auch irgendwie leichter, habe ich das Gefühl. Vielleicht auch absolut nicht. Warte mal, so sehen die aus. Ja. Schweizer mit deutschen Pfeilen, ja, so ein Ding. My arm.